Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Weiterbildung benötigt hier für den Kollegen, können wir gerade nicht gewährleisten, da läuft gerade eine. Ja, wir sind auf dem Weg zu den drei Sternen. Wir sind gerade bei der aktuellen Welle 24, die Patienten kommen hier immer in Wellen an. Was natürlich am Anfang immer ein bisschen dramatisch ist, weil der große Ansturm, dem müssen wir erstmal gerecht werden. Die Patienten dürfen auch nicht zu lange warten, sonst leidet deren Gesundheit darunter. Ja, wir haben uns hier nochmal ein bisschen erweitert und die Gerätschaften soweit auch schon mal verbessert. Wir brauchen einige neue Assistenten, nur kriegen wir da momentan kein gescheites Personal raus. Die haben immer alle irgendwie Marketing noch mit drin, das wollen wir aber gar nicht. Ja, da sieht man mal, was für unterschiedliche Patienten wir hier so bekommen. Personalherausforderung, verdiene 200.000. Jo, machen wir. Wir haben unsere Preise komplett um 100% erhöht, weil die Patienten sowieso kommen. Das ist unabhängig vom Ruf. Ja, den Ruf halten wir trotzdem oben mit unserem Marketing. Das läuft ganz gut. Den können wir hier schon mal wieder ransetzen. Der ist auch nicht so optimal hier. Ja, Beförderung machen wir. Lass das Ganze mal ein bisschen schneller laufen. So, wir haben fast in jedem Gebäude eigentlich Allgemeinärzte und Diagnoseräume. Bis auf hier jetzt. Hier haben wir welche, da haben wir welche. Okay, hier haben wir auch keine. Aber hier haben wir wieder welche. Und auch Anmeldungen teilweise in den Gebäuden. Das heißt, normalerweise sollten wir der ganzen Herrschar hier immer ganz gut Herr werden. Ja. So, wenn der hier fertig ist, schauen wir gleich, was wir als nächstes beibringen können. Der lernt Chirurgie 4 gerade. Fehlt ein Chirurg, das ist wahrscheinlich der hier, der gerade ausgebildet wird. Den S-Spezialisten brauchen wir da vielleicht nochmal einen. Von euch brauchen wir keinen. Können wir ja gleich nochmal gucken, wem wir das vielleicht beibringen können. Das ist nämlich nicht so cool, wenn das so lange dauert, bis dann ein fähiger Arzt kommt. Genetik. Drei Leuten können wir das beibringen. Ja, nehmen wir doch die dreimal. Und holen einen Gastausbilder. 200.000 haben wir verdient, das haben wir erledigt. Hier steht die nächste Beförderung an. So, haben wir neue Assistentenbewerbungen da. Den können wir erstmal nehmen. Den müssen wir nochmal ausbilden, den auch. Arzt in den Queuroland. Gucken wir mal, was da noch kommt. Ja, und dann nehmen wir den auch nochmal. Die bilden wir dann alle neu aus. Ist dann so. Na, guck mal, hier bilden sich schon Schlangen. Das soll eigentlich nicht sein. Ja, am Anfang haben wir relativ schnell eine Forschungsabteilung gebaut, weil wir hier dann mit 3.000 Dollar forschen können und kriegen 45.000 raus. Das ist auf jeden Fall ganz gut gewesen am Anfang. So, hier könnt ihr mal gießen. Wunderbar. In
gerade am Überlegen. Vielleicht bauen wir den auch nochmal hier hin. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. So, der kann draußen bleiben. Na, komm. Das war ich nicht. Es geht doch nichts über eine Dose Burp. Und Burp. Jetzt gibt es Burp sogar in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Burp, 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 burp. 23% mehr Kohlensäure. Öffnen Sie den Mund. So, was haben wir hier? Kundenbetreuung können wir da mal beibringen hier. Die haben wir gerade neu eingestellt. Kundenbetreuung ist natürlich wichtig hier als Assistent. Egal, ob man verkauft oder was auch immer. Ja, ein Assistent zum Marketing, bitte. Erdbebenwarnung. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und wir haben noch 41 Patienten übrig und liegen bei 63%, jetzt 64. Individuell gestaltete wunderbar, das läuft. Geschmackvoll und vorzeigbar sein. Das läuft. So, wir können vielleicht hier nochmal ein paar Allgemeinärzte dann auch brauchen. Instandhaltung der allgemeinen Diagnose erforderlich. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Der Gesundheitsinspektor betritt das Krankenhaus. Brauchen wir trotzdem mal einen Mülleimer noch. Okay, und Automaten. Vielleicht auch noch mal. Mit denen noch ein bisschen näher ran. Ich glaube, da kriegen wir keinen Automaten mehr neben. Können wir mal versuchen. Aber so, das sieht natürlich doof aus. Dann machen wir das anders. Dann stellen wir da einfach normale Pflanzen hin. Da passt auch noch hinten eine in die Ecke. Super, Forschung ist abgeschlossen. Heile 10 Patienten. Nehmen wir mal mit. Wir haben noch 10. 11 sogar. Das könnten wir schaffen. Und ja, Forschung schmeißen wir direkt wieder an. Unsere Forscher können ruhig forschen. Auch wenn wir das Geld nicht unbedingt nötig haben. Ausdauertraining. Hier für die Hausmeister wichtig. Und ein Nachwuchsassistent immer auch noch rein. Ja, wir arbeiten gerade nicht kostendeckend, weil nicht genügend Patienten da sind. Das ist ja auch klar. Klar wie Kloßbrühe. So, hier bräuchten wir dann vielleicht nochmal ein, zwei Ärzte.
Ja, nehmen wir mal den vielleicht. Und den, der kann das beides ein bisschen. Brauchen noch mal zwei Krankenpfleger. So, wunderbar. Dann können wir hier gleich noch mal einen neuen Lehrgang machen. Der ist aber voll hier, der Raum. Da ruhen sich viele aus gerade. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Der möchte auch direkt befördert werden, der eine hier. Sehr schön. So, was hatte ich gesehen? Chirurgie 3 haben wir. Da bilden wir den mal aus. Hier ist irgendwie nichts los, ne, in dem Gebäude. Aber gut, wir haben auch gerade nur noch einen Patienten. Daran wird es wohl liegen. So, haben wir hier alles verbessert. Da nochmal auf Stufe 3 bringen, bitte. Ein Süßigkeitenautomat. Oder beziehungsweise hier die Broschürenständer würde ich noch ganz gerne haben. Okay, schauen wir uns mal die Preise an. Was haben wir für Auszeichnungen? Ja, alles bis auf aufsteigende Sterne und keine Todesfälle. Habe ich nicht gesagt, dass Elektrizität etwas Schlechtes ist? Es ist, wie es ist. Alle, die sich über mich lustig gemacht haben, mögen nun bitte eine Schweigeminute für all die armen Seelen einlegen. Forschung ist schon wieder abgeschlossen. Aktuell von einem Gewittersturm betroffen. Nächste. Zack. Weitermachen. So, die nächste Welle kommt in 6 Tagen. Dann sind wir bei Welle 25 jetzt. Haben wir leider nicht erreicht, die 10 Patienten. Da sind ja wohl 2 gestorben von den 11, die noch übrig waren. Mindestens 2. Vielleicht sogar mehr. 135 Patienten kommen. Puh. Das schauen wir uns mal an. Bisschen aus der Höhe. Teilt sich gut auf. Dann können wir hier mal wieder weitermachen. Was haben wir denn hier schönes? Behandlung 3. Haben wir da einen? Können wir den nehmen? Was haben wir noch? Chirurgie, Genetik. Was machen wir denn mal? Motivation vielleicht nochmal. Oh, guck mal, der kann auch vieles. Okay, dann mal den Kurs starten und los geht's. Ein Gewitter zieht auf. Behalten wir im Auge. Sollte aber nicht allzu gefährlich werden. Sind unsere ganzen Ärzte. Wenn alle besetzt sind, dann haben wir da keine Probleme mit. Und sollen auch bis zum Ende jetzt, denke ich, keine Probleme mehr bekommen. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie können wir die VIPs nicht mehr so beeindrucken mit unserem Krankenhaus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Nur doch eigentlich darauf geachtet, dass alles ganz gut aussieht. So, hier sind mir auch zu viele Plätze einfach unbesetzt. Um
uns einfach noch mal ein paar Assistenten dazu. Den bringen wir auch gleich Genetik noch mal bei. Ich glaube, da war ein anderer Arzt auch noch dabei. Dann haben wir wieder zwei Ärzte mehr, die das können. Marketing machen wir auch gleich neu. Fördere drei Mitarbeiter, das machen wir. Internetforum, auf das man über den Computer. Da schon mal der erste von den dreien. So, Genetik. Okay, können wir nur den einen erstmal beibringen. Sprache, die ich dort mit ansehen musste, nicht so machen wir dann. Mir bleibt nur die traurige Schlussfolgerung, dass mein Leitfaden für eine gute Grammatik ein vergeblicher Versuch geblieben ist. Wie sieht's denn hier aus mit dem Geld? Sind alle zufrieden? Hausmeister in das Abenteuerland, bitte. Das freut uns natürlich. Ja, bisher haben wir alle. Okay. Ich habe nichts gesagt. Alle 8 Patienten hatten wir hintereinander geheilt und dann kam doch einer, der das Ganze außer Gefecht gesetzt hat. Ja, hier ist dann auch ein bisschen was los jetzt. Schön. Schön, dass das so angenommen wird. Individuell gestaltete Kunstwerke sollten geschmackvoll und vorzeigbar sein. Forschung haben wir schon wieder abgeschlossen. Weiterbildung benötigt, machen wir noch. Genau, hier Marketing. Muss eine neue Kampagne her. Wieder für ein Jahr. Und die Forschung setzen wir auch nochmal neu auf. Zack, bitteschön. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Individuell gestaltete Kunstwerke sollten geschmackvoll und vorzeigbar sein. Das ging schnell mit der Weiterbildung. Das ging ja nun wirklich schnell. So, was haben wir denn hier noch so? Behandlung. Ja, leider wiederholt sich das jetzt alles hier so ein bisschen. Wir machen immer dasselbe in den letzten Missionen oder in den letzten Folgen vielmehr. Ja, weil wir müssen einfach Geduld haben und warten, bis die Wellen zu Ende sind. Klar, hier und da müssen wir mal ein paar neue Räume vielleicht platzieren, aber in der Regel kriegen wir das ganz gut hin hier. Geld ist auch kein Thema, spielt keine Rolle. Ja, schön. Die ganzen Rezeptionen sind jetzt auch besetzt. Und die Läden sind auch besetzt. Hier oben hatten wir noch einen Kuchenverkauf. Da ist gerade keiner. So, Personalherausforderung haben wir auch wieder erledigt. Guck mal, hier läuft Sonic. Unseren Profit an hier. Wie ich sehe, ist Jessie sehr cool. Odyssey wieder in den Nachrichten. Wir leben in einer Zeit nichtssagender Persönlichkeiten, in der echte Musik ignoriert wird, wie ein Landstreicher, der um Pfandflaschen bettelt. Echte Musik. So, 65% erreichen wir gleich schon. Wow, hier haben wir auch noch viel Platz. Weiß ich gar nicht, was da noch hin soll. Weiterbildung abgeschlossen. Machen wir die nächste direkt. Psychiatrie 3. Genau, den können wir ruhig weiterbilden. Sollen wir nach und nach unsere Ärzte sogar spezialisiert? Sind ja auch lang genug dabei hier in dem Krankenhaus. Genau, gieß mal ruhig die Pflanzen. Ich habe das Gefühl, da sind wieder zu wenig Hausmeister unterwegs. Ich würde halt noch einen einstellen. Den hier mal.
geldtechnisch kriegen wir das halt auch mal alles noch hin. Ist jetzt auch nicht so das Problem. Ja, Marketing läuft, Ausbildung läuft, Forschung läuft. Patienten werden geheilt. Die Heilungsrate haben wir auch schon wieder erreicht. Also da müsste schon einiges passieren, dass wir wieder unter 65% fallen. Da müssen knapp alle sterben hier, die restlichen 20. Glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Deswegen hier Welle 25 haben wir auch abgeschlossen. So, Forschung ist wieder zu Ende. Machen wir die nächste. Wie gesagt, es wiederholt sich leider. Der ist auch besetzt da. Ja, jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Profit, weil die Patienten einfach ausbleiben. Wir haben jetzt hier noch 13 verblieben, ne? Ja, ganz schön riesig geworden hier. Das Ganze. Da gucken wir direkt mal, was können wir als nächstes machen. Radio Two Point. Für diese Ausdauer. Folge von Bickleburst Bewertungen besuchte ich den Bockmistelmarkt und konzentrierte mich besonders auf den dortigen Käsestand. Tatsächlich bestand der komplette Stand aus Käse. Das Aroma an diesem warmen Sommertag können Sie sich zweifellos vorstellen. Vom schnell entstehenden Schmelzkäse-Chaos ganz zu schweigen. Glücklicherweise befand sich direkt daneben ein Crackerstand, so dass die Sache zu einem guten Ende kam. Ja, man sieht auch Prestige zum Beispiel. Es gibt ja immer mal diese Personalwünsche, wo wir einen Raum auf Stufe 5 bringen sollen. Aber so wie wir bauen, anhand der Prestigestufen so zwischen 3 und 4, haben wir eigentlich auch immer die Preise mit dem höchsten Prestige. Also das reicht vollkommen aus. Natürlich sind die Leute noch ein bisschen zufriedener, wenn sie in Räumen mit Stufe 5 unterwegs sind. Aber dann müssten die Räume teilweise viel größer ausfallen. Und gerade am Anfang hat man ja mal so ein bisschen das Problem mit dem Platz. Deswegen hier haben wir richtig platzsparend noch gebaut. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Prestige. Soll ja auch noch einigermaßen vernünftig aussehen. Man kann die Räume natürlich auch mit Zertifikaten zukleistern. Aber das sieht dann halt auch nicht so hübsch aus. Ich meine, in den Toiletten sieht man es nicht, wenn man das hinter die Toiletten macht. Dann ist das vielleicht noch akzeptabel, weil die Toiletten meistens sowieso kleine Räume sind. Aber hier zum Beispiel haben wir jetzt auch Prestige 3, also das reicht vollkommen aus. Drei Patienten noch, dann geht die nächste Welle los. Das sind nicht bloß ihre Medikamente. Machen wir gleich nochmal. Da sind so viele Teilnehmer, dass wir das ruhig nochmal machen können. Und hier den Assistenten können wir vielleicht mal komplett auf Kundenbetreuung hochleveln. Schauen wir mal. Instandhaltung der Apotheke erforderlich. Ja gut Leute, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.